Okay, lass mich dafür überzeugen. Gespräch über einen Messenger hier. Ich muss nur sicher sein, dir wieder vertrauen zu können. Vielleicht ist alles, was wir machen müssen, warten. Vertrauen kann sich mit der Zeit aufbauen. Ja, kann. Ah, jetzt können wir mal auf die Schiene an. Ich weiß wirklich nicht, was ich ohne dich. Ich wüsste wirklich nicht, was ich ohne dich machen sollte. Wir waren immer zusammen. Erinnerst du dich an den Abschlussball? Ja, natürlich. Dahin zu gehen war definitiv die richtige Entscheidung. Ja, war es wirklich. Wir haben einige, ja, wunderschöne Momente zusammen gehabt. Haben wir wirklich, ja. Erinnerst du dich, als wir uns das erste Mal getroffen haben? Na klar. 8. Klasse. Wir sind in so einen, ja, in so einen schlechten Film gegangen. Du weißt, ich erinnere mich nicht mal mehr an den Film. Ich auch nicht. Ich erinnere mich nur, dass wir nebeneinander saßen. Ich glaube, wir haben uns ein Getränk geteilt oder irgendwas, richtig? Ja, du hast das Eis getrunken, den Eistee oder das irgendwie, wofür ich bezahlt habe. Das Wichtige ist, dass wir zusammen sowas hatten. Ich schätze, dass es war. Oha. Ach was, das wird ja richtig, das ist ja richtig romantisch plötzlich. So haben die sich kennengelernt? So haben wir uns kennengelernt. Ich erinnere mich, dass ich meinen Benutzername heimlich auf dein Ticket geschrieben habe. Weißt, ich habe das Ticket. Irgendwo noch. Ja, aber wieso war das am Anfang dann so unsicher, dass wir... Und der Rest ist Geschichte, genau. Und nun, nach all den Jahren, sind wir zusammen. Ja, ich weiß. Nun fangt Jan zu weinen. Oh Gott. Okay, wir weinen jetzt auch mal mit. Ich weiß nicht, es war so perfekt. Aber nun tun diese Erinnerungen weh. Oh je. Yeah.
dachte, wir hätten gerade die Kurve gekriegt. Kann ich aufhören, jeden kleinen Aspekt unserer Beziehung zu betrachten? Aber bitte glaub mir, unsere Gefühle sind echt. Ich versuch's wirklich. Ich brauch dich in meinem Leben, Emily. Ich schaffe es nicht, dir zu glauben. Wie? Ja, toll. Ja, was kann ich denn dann tun, wenn du mir nicht glaubst? Weiß ich nicht. Oh, oh. Okay. Ich glaube, das deutet auf einen Untergang hin. Ich dachte, das jetzt zu thematisieren und das mit dir zu besprechen würde helfen. Dass wir am Ende das schaffen würden und alles ist okay. Vielleicht müssen wir einfach noch mehr reden. Vielleicht, ich weiß nicht. Hier ist irgendwie, fühlt sich dumm an. Denk so nicht darüber nach. Aber so fühlt sich, das ist das, was ich fühle. Ich kann das nicht ändern. Ja, verstehe ich. Oh Gott, was hast du bloß getan? Sie kann ja nichts dafür. Also eigentlich schon. Das ist alles deine Schuld. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Just calm down. Ja, vielleicht sollte ich erstmal runterkommen. Okay, denk erst nochmal nach, mach keine voreiligen Entscheidungen. Ich weiß, ich versuch's. Aber denken hilft nicht. Vielleicht sollten wir einige Zeit. Ja, okay. Wie eine Pause, eine Beziehungspause. Vielleicht noch mehr, ich weiß nicht. Das tut weh. Ja, das tut mir auch weh. College kommt demnächst. Vielleicht ist es das. Ja, I don't want to break up. Ich will nicht Schluss machen. Ja, darauf. Es kommt jetzt genau nicht mehr drauf an, was wir wollen. Wir sind stark. Wir können das durchstehen zusammen. Dachte ich auch. Aber mit dir zu sprechen macht mich so traurig. Okay, vielleicht drüber schlafen. Schlaf eine Nacht drüber und dann gucken wir, wie sich's morgen anfühlt. Ich glaube, schlafen würde nichts an der Sache ändern. Ich bin müde. Ich habe satt, in Beziehungen zu sein, in denen ich mich manipuliert und benutzt fühle. Okay, dann mach du aber Schluss. Ich werde deswegen nicht Schluss machen. Wenn du willst, kann ich deinen Ratschlag vom Winter nehmen. Und dir morgen Nacht sagen, dass ich Schluss machen will.
Ich muss aber hier nicht irgendwie. Oha. Kann ich dich wenigstens morgen nochmal anschreiben? Ja, schätze. Werde ich dich wiedersehen? Oh nein, es ist tatsächlich so weit gekommen. Okay, dann verabschiede ich mich jetzt halt mit den Worten, wir waren und wir waren. Ich dachte, wir wären so ein tolles Paar. Schreibt sie bestimmt ich auch. Bitte schreibt das nicht auch. Ich bin nicht die Schuld ist, die das getan hat. Ja, ich weiß. Goodbye. Ach du Scheiße. Ja toll, und jetzt? Das war's? Aber wie war denn das nochmal? Ich muss mir den Chatverlauf nochmal durchlesen. Moment. Jetzt kann ich mich ausloggen. Das war's. Oha. Oha, jetzt wird's interessant. Prozent sprach mit Emily. Du und 91% waren mehr als Freunde. Oha, also kann man auch tatsächlich, ja, okay. Man kann auch nicht mit ihr sprechen und, oh, dieser geile Windows XP-Ladebalken. Okay, 91,8% sind mit ihr zusammengekommen und 38,7% haben das Ende. Kann man auch das noch anders enden? Wahrscheinlich, aber das würde mich mal interessieren. Ja. Aber wir haben doch. Wo war das denn? Export-Log. Boah, da, Punk Forever. Das ist Punk, ja, wo war das denn jetzt? War das im ersten oder war das im zweiten? Ah, Mann. Mal gucken, was wir jetzt auf die Schnelle finden, wo das Ganze war. Okay, hier scheinbar nicht. Da muss es beim ersten gewesen sein. Alkohol, da ist es. Sag mal. Hm.
Ich finde, ich glaube, ich finde es nicht. Ich glaube, ich gucke gleich mal. Do you drink sometimes? Ja. Ja, hier, da ist es doch. Das ist mit Punk Forever. Das ist mit Evelyn. Do you drink? Ja, sometimes. Nicht zu viel. What's your favorite? Ja, da konnte ich ja auch nur Hard Liqueur. Okay, wo haben wir jetzt? Jetzt gucke ich mal bei ihr nach. Da war es nicht. Hanging out with friends just means sitting around getting drunk and I don't really drink. Ich trinke nicht wirklich. Weiß ich nicht. Do you drink, Tom? No, I never... Ach du Scheiße. Ah, haben wir das wirklich dann... Oh, das war aber dann schon später, ne? Oh, verdammt. Ja, okay, aber das war ja... Eigentlich, das habe ich beim anderen doch auch gedacht. Das war doch... Oh nein, wir haben... Okay. Ja, doof gelaufen, würde ich sagen. Richtig doof gelaufen. Toll. Na gut. Ja, das war ja kein ganz so schönes Ende. Ja, toll. Wie es manchmal so ist, ne? Naja, gut, wir sehen uns dann bei einem neuen Projekt und ja, bis dann.